Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum literarischen Adventskalender 2019. Ein Projekt dieses Jahr der Jugendkoordinationsstelle in Kronberg. Ihr wisst, ich habe schon einige Male erwähnt, Jugendkoordination sucht die Energien von Jugendlichen und möchte sie bündeln und möchte helfen, dass die Jugendlichen selber mit ihren Energien und Ideen einen Weg in die Öffentlichkeit finden. Und wir wollen Begegnungsräume schaffen zwischen älteren und jüngeren Menschen, so dass man einander die Lebensgeschichten erzählen kann, miteinander ins Gespräch kommt und so das Konfliktpotenzial minimiert. Weil wenn man sich kennt, dann kann man miteinander reden und nicht übereinander. Muss man dann nicht, ne? Ja, ihr seht schon an der Ortsangabe, heute Abend bin ich auf der Weihnachtsfeier meiner Selbsthilfegruppe, meiner Adipositas-Selbsthilfegruppe. Und das wird ganz fantastisch, da freue ich mich sehr drauf. Da lese ich auch Geschichten vor, und zwar Geschichten, wie immer, aus diesen beiden Büchern. Einmal, Es weihnachtet sehr, ein Best-of der letzten 7 Jahre Weihnachtswundernacht, und Weihnachtswunderzeit, das neue Buch von Frank Wokowski, Thomas Lappstein und Micky Wiese, die zusammen das Trio Infernal als Autorenkollektiv bilden. Und aus diesem Buch lese ich heute auch vor, eine schöne Weihnachtsgeschichte an einem ungewöhnlichen Ort. Wir haben eine ganze Weile, hatten wir keine Waschmaschine, meine Frau und ich. Und dann sind wir immer in einen Waschsalon gegangen. Und da kam mir dann plötzlich die Idee, wie wäre es eigentlich, wenn Weihnachten in so einem Waschsalon stattfinden würde. Und dann, man kennt das ja, dann blitzen die Gedanken hin und her und da kommt dies und jenes dazu und plötzlich war die Geschichte da. Tom Waits hat das, glaube ich, mal gesagt, ja, dass Lieder und Geschichten sind wie ungebetene Überraschungsgäste, die einfach hereinkommen und sich unaufgefordert neben dich setzen und dann so lange bleiben, bis du sie niedergeschrieben hast. So war es auch in diesem Fall. Weihnachten im Waschsalon. Während es draußen in diesem Jahr selbst für einen Winter bitter kalt war, herrschte hier drinnen mollige Wärme. Es roch angenehm unaufdringlich nach Waschmittel, also irgendwie nach einer Mischung aus 22% Zitrusaroma, 13% Myrrhe, 11% Butteraroma, 7% Bieraroma, 9% Weihrauch, 6,66% Vogelscheiße, 1% altem Frittierfett, 9% Tannennadeln, 3% Datteln, 1% Hering und weiteren undefinierbaren Anteilen. Monoton suchten die Maschinen des 24-Stunden-Waschsalons im Erdgeschoss der alten Wohnanlage Wartesaal zur Ewigkeit in einem geheimnisvollen Takt. Wenn man sich eine Weile darauf einließ und ganz genau hinhörte, dann konnte man in dem sanften Wummern fast schon die altbekannten Weisen zur Jahreszeit erkennen. Grelles Neonlicht erhellte den weiß gekachelten Raum, der früher mal ein kleiner Supermarkt gewesen war, dessen Betreiber Siegfried Sünder jetzt aber selber in der alten Wohnanlage nur noch auf die Ewigkeit wartete. Die gleißende Helligkeit des unbarmherzigen Neonlichts wurde nur durchbrochen von den lustig bunt blinkenden LEDs eines kleinen Plastikweihnachtsbaums, der auf einer der surrenden Maschinen immer wieder gefährlich nah am Abgrund tanzte. Bunt wie die Lichter des Baums war auch der Inhalt der einzelnen Maschinen. In einer wirbelten zum Beispiel bunte Kleinteile in einem irrwitzigen Tanz umeinander. In einer anderen war das Wasser rot gefärbt, als befände sich blutige Wäsche darin. Und in der nächsten Maschine wiederum sah man sogar ein paar Knochen, wahrscheinlich Rehrücken, am Fenster rotieren. Gedämpft drangen durch die geschlossene Glastür des Waschsalons kehlige Wortfetzen, die irgendwie fremdländisch klangen, vom Kiosk des mürrischen Mustafas auf der anderen Straßenseite herüber. Eine Gruppe Straßenkehrer, dick eingepackt in grell-orangen Overalls,
stand da am Kiosk. Sie wärmten sich ein wenig auf, bevor sie weiter durch die Nacht ziehen würden, um sich um die Reste vom Feste auf den Straßen der Stadt zu kümmern und sie wie eine verlorene Herde ausgemusterter Schafe vor sich herzutreiben. Der Trupp bestand in dieser Nacht aus nur einer einzigen Familie, die inzwischen alle von jung bis alt bei den städtischen Reinigungsbetrieben angestellt waren. Es war die Familie Al-Rai, das ist arabisch für Hirte, dem nichts anderes übrig geblieben war, als diese unbeliebte Schicht am Weihnachtsabend zu übernehmen, weil sie dringend Geld brauchten. Außerdem hatte die Einsatzleitung aufgrund ihres nicht christlich klingenden Namens angenommen, dass sie wahrscheinlich sowieso kein Weihnachten feiern würden. Dabei waren sie gar keine Moslems. Ihre Familie gehörte zu den Gründern einer uralten christlichen Gemeinde in Bethlehem im Heiligen Land. Aber das wusste niemand. So machten die Al-Rais aus der Not eben eine Tugend und feierten diese besondere Arbeitsschicht mit kurzen Pausen an verschiedenen Kiosken, in denen sie sich mit Tee und mitgebrachtem hartem Gebäck aufwärmten, während Vater Al-Rai die alten Geschichten von der Hoffnung auf einen Erlöser aus allen Dunkelheiten erzählte. Und selbst der mürrische Mustafa musste dabei ein paar Mal versonnen lächeln, denn er hatte als Kind in der Koranschule auch von diesen Hoffnungen gehört. Gegenüber im Waschsalon lächelte derweil niemand. Denn obwohl heute am Weihnachtsabend traditionell viele Menschen jeden noch so kleinen Raum in der Stadt einnahmen und auch fast alle Maschinen im Waschsalon in Betrieb waren, schien die zierliche alte Dame ganz allein im Waschsalon zu sein. Sie trug ein festliches Abendkleid, das schon einige abgewetzte Stellen aufwies, und über den Verband, der sich über ihren kahlen Schädel spannte, hatte sie dem Anlass entsprechend ein Perlenhaarnetz gespannt. Ihr Stil, sich zu schminken, schien alten Kinofilmen entsprungen zu sein, aber ihre Haltung war immer noch die einer prima Ballerina. Sie strahlte etwas von einer verblassten Verheißung aus, wie sie sich da im Rund des Maschinenpublikums gedankenverloren drehte. Wehmütig fiel ihr Blick dabei auf eine weiße Taube, die gerade vor wenigen Minuten direkt vom Himmel auf den Gehweg gefallen war. Wahrscheinlich hatte sie einen Herzschlag mitten im Flug ereilt. Das war nun mal der Lauf des Lebens. Nun lag die Taube wie ausgestopft auf dem Gehweg und hatte im Tod einen Bannkreis der Unberührbarkeit um sich herum geschaffen, sodass die beiden Herren, die gerade die Straße heraufkamen, einen weiten Bogen um sie herum machten. Gerade so, wie es die Familie der alten Dame in den letzten Jahren auch mit ihr machten. Dabei war sie doch noch gar nicht tot. Umso mehr hatte sie sich gefreut, als ihre drei Söhne, Kaspar, Melchior und Balthasar, allesamt erfolgreiche Astrologen, sie zum Weihnachtsessen besuchen wollten. Sie hatte versucht, noch einmal an ihre vielgerühmten Kochkünste anzuknüpfen, aber irgendwie war ihr doch seit dem Tod ihres Mannes so manches verloren gegangen und sie konnte sich einfach nicht mehr an alles erinnern. So hatte nicht alles so geschmeckt, wie es hätte sein sollen. Nur die Geschwisterrivalitäten ihrer Söhne waren so heiß und scharf gewürzt wie eh und je. Und in einem plötzlich entbrannten Streit waren sie alle vom Tisch aufgesprungen und hatten das ganze Festessen umgeworfen. Und dann waren sie wutentbrannt aus der Wohnung gestürmt und hatten sie einfach allein und verzweifelt zurückgelassen. Wie in Trance hatte sie ganz automatisch das Tischtuch mit allem, was sich darauf befand, zusammengerafft und war von ihrer Wohneinheit in der alten Wohnanlage hinunter in den Waschsalon gegangen. Hier hatte sie wenigstens das Gefühl, nicht ganz so allein zu sein. Es war zwar auch hier kein Mensch zu sehen, aber da alle Maschinen liefen, würden ja wohl alsbald schon ein paar wieder zurückkommen. Und das gütige Auge der Überwachungskamera gab ihr auch immer wieder ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Sie wusste ja inzwischen, dass die Betreiberin des Waschsalons, Romy Kaiser, immer wieder auf den Monitor in ihrem Wohnzimmer im Nebenhaus schaute, um zu sehen,
was im Waschsalon so vor sich ging. Und wenn jemand Hilfe brauchte, kam sie manchmal sogar auch herüber. Sie deutete eine Verbeugung Richtung Kamera an, als wolle sie sich für einen Applaus bedanken. Und tatsächlich öffnete sich kurz darauf die Eingangstür, aber es war nicht Frau Kaiser, sondern es waren die beiden Herren, die auf dem Gehweg den Bogen um die tote Taube gemacht hatten. Sie kannte beide. Herrn Ochs, den Geschäftsführer der Fleischerei um die Ecke, und Herrn Asinus, den fleißigen Sachbearbeiter von der Arbeitsagentur, und nickte ihnen huldvoll zu. Herr Ochs und Herr Asinus holten sich ihre Wäsche aus dem Trockner und falteten sie ordentlich auf einem Tisch an der hinteren Wand zusammen. Da hörten sie plötzlich ungewöhnliche Geräusche aus einem der nicht mehr genutzten Nebenräumen des alten Sündersupermarkts. Eine sonst immer verschlossene Tür öffnete sich und ein junges Ehepaar in abgerissener Kleidung betrat den Hauptraum des Waschsalons. Die Frau trug ein frisch geborenes Baby in Windeln gewickelt im Arm. Und weil die beiden offensichtlich kein Kinderbettchen dabei hatten, legten sie das Baby in eine der großen Trocknertrommeln, in denen Herr Ochs und Herr Asinus ihre Wäsche getrocknet hatten. Die junge Mutter wiegte den Kleinen in der noch warmen Trommel hin und her, was dieser sichtlich genoss. Ihr Mann hatte derweil die Wäsche aus der blutroten Maschine geholt. Und jetzt konnte man sehen, dass es tatsächlich Blut gewesen war, denn sie hatten das Baby im Nebenraum geboren und die blutigen Laken dann hier gewaschen. Frau Kaiser hatte ihnen das alles in einem seltenen Anfall von Güte zugestanden, weil das junge Paar nun gar keine andere Unterkunft in der gesamten Stadt gefunden hatte. Und die Geburtsstation des Krankenhauses hatte man schon vor langer Zeit geschlossen, nachdem sich der Betrieb aufgrund der wenigen Geburten nicht mehr rentiert hatte. Der junge Vater erzählte, dass sie sich die überfüllte Stadt bestimmt nicht als Geburtsort für ihren Erstgeborenen ausgesucht hätten, aber es war ihnen nichts anderes übrig geblieben, als hochschwanger in die Stadt zu reisen, in der sie seit ihrer Geburt nicht mehr gewesen waren, weil sie sofort nach den Feiertagen dringend einige wichtige Unterlagen für den Hartz-IV-Antrag in ihrer aktuellen Heimatstadt vom hiesigen Einwohnermeldeamt besorgen mussten. Inzwischen wurde es langsam belebt im Waschsalon, denn nun kamen auch noch die Al-Rais hinein. Sie hatten von gegenüber neben dem Eingang des Waschsalons ein sternförmiges Graffiti an der Hauswand aufleuchten gesehen, das sie an das alte Sternsymbol aus ihrer Kirche in Bethlehem erinnert hatte, und wollten nachsehen, was da wohl los sei. Gerade wollte die alte Dame nun alle zu sich in ihre Wohneinheit einladen, da sie ja jetzt nach dem Streit genügend Platz hatte, als sich die Eingangstür noch ein weiteres Mal öffnete. Herein kamen nun, Arm in Arm und mit reumütigen Gesichtern, die drei zerstrittenen Astrologen. Sie waren nicht weit gekommen in ihrem Streit. Schon am Dienstboteneingang der alten Wohnanlage, zu dem sie sich in ihrer Verblendung verirrt hatten, waren sie einer warmen, unausweichlichen Helligkeit begegnet und hatten das Gefühl gehabt, geradezu körperlich von ihr umarmt worden zu sein. Das heilsame Licht drang aus einem unscheinbaren Schwesternzimmer in den finsteren Flur hinaus und es kam ihnen vor, als hörten sie rauschenden Engelsgesang von unzähligen weiß gekleideten Wesen, die in dem Raum sangen. Vom Frieden unter den Menschen war da die Rede und vom Wohlgefallen Gottes an der Versöhnung zwischen zerstrittenen Menschen und der Befreiung von solchen, die nicht mehr angesehen wurden, zurück in die Arme der Liebe. Da wussten sie, ohne ein weiteres Wort, was sie zu tun hatten, und machten sich auf die Suche nach ihrer Mutter, nachdem sie sie nicht mehr in ihrer Wohneinheit angetroffen hatten. Und als sie gerade auf der Straße an der toten Taube vorbeigekommen waren und sich noch wunderten, wie die wohl hierher gekommen war, sahen sie durch das Fenster ihre Mutter im Waschsalon mit dem Baby auf dem Arm, selig lächelnd und mit einem Ausdruck der Klarheit im Gesicht, wie schon seit Jahren nicht mehr. Daneben standen die Eltern des Babys, umrahmt von Ochs und Asinus,
Sie sahen die Al-Rais in ihren grellen Overalls und selbst der mürrische Mustafa vom Kiosk gegenüber und Romy Kaiser von nebenan waren mittlerweile auch Teil dieser nächtlichen Gemeinschaft geworden. Und die Astrologen spürten ganz tief in ihren Herzen, wie in dieser Nacht Neues zur Geburt kam. Sie gingen hinein, entschuldigten sich bei ihrer Mutter und umarmten sie unter Tränen. Da erklang plötzlich eine volltönende, allerbarmende Stimme wie aus dem Nichts und sagte: Versöhnung und Frieden sind das größte Geschenk, das ihr mir machen könnt. Es ist mehr wert als alles Gold auf der Welt zusammen. Und auch wenn das eigentlich gar nicht möglich war, hatten doch alle Feiernden den Eindruck, dass die Stimme aus der Trocknertrommel gekommen war, in die die alte Dame das Baby inzwischen wieder gebettet hatte. Und draußen vor dem Waschsalon erwachte plötzlich wieder die tote Taube zu neuem Leben, auch wenn das ebenso unmöglich war, und flog hoch hinaus ins nächtliche Sternenmeer, denn das war von nun an der Lauf des Lebens. Ach, Micky, was für eine schöne Weihnachtsgeschichte hast du dir da wieder mal zusammengeschrieben. Mit vielen, vielen Erinnerungen an mein persönliches Leben. Ich wünsche euch einen ganz tollen Nachmittag und freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu einem neuen Türchen des literarischen Adventskalender 2019. Und wünsche euch, dass ihr in diesem Advent auf eurem Weg zu Weihnachten auch solche neuen, überraschenden, lebensschaffenden Wunder erlebt, wie sie hier im Waschsalon passiert sind. Also dann, macht's gut, bis morgen. Tschüss.